Linguistik in 60 Sekunden, Nummer 25. Der Unterschied zwischen Adverb und adverbialer Bestimmung. Als Adverb bezeichnet man ein Beiwort, das einen näheren Umstand, wie zum Beispiel Zeit oder Ort, beschreibt. Es ist vorfeld- und satzgliedfähig, nicht flektierbar und umfasst eine lexikalische Wortklasse. Deshalb wird es der Sprachsystemebene Morphologie zugeordnet. Eine adverbiale Bestimmung umschreibt die näheren Umstände eines Geschehens. Als Satzglied beinhaltet es jedoch zusätzlich Elemente des Satzes, die sich nur geschlossen verschieben oder als Ganzes ersetzen lassen, weshalb es zur Sprachsystemebene Syntax gehört und somit nicht an eine bestimmte Wortart oder Wortklasse gebunden ist. Zwei Beispiele zur Verdeutlichung. Das Adverb nimmt Bezug auf einen Ort. So kann es innerhalb eines Satzes die Funktion einer adverbialen Bestimmung einnehmen. Die Wortgruppe in das Schwimmbad nimmt ebenfalls Bezug auf einen Ort, besteht aber aus mehreren Einzelwörtern, die alle verschiedenen Wortarten angehören. Ihre gemeinsame lokale Bedeutung erhalten sie erst im Satzzusammenhang. Fazit: Adverbien verweisen also durch ihre Form auch außerhalb des Satzzusammenhanges auf nähere semantische Zusammenhänge, wie beispielsweise Ort, Zeit oder Ursache. Adverbiale Bestimmungen erhalten ihre Funktion hingegen erst im konkreten Satz.